So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen mal endlich wieder ein rechtliches Thema. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, ich habe langsam mal wirklich alles erklärt, was irgendwie waldrechtlich relevant sein könnte. Aber nein, habe ich noch nicht. Es hat noch mal jemand tatsächlich was gefunden, was ich noch nicht erklärt habe. Da bin ich sehr dankbar für. Ich mache das ja eigentlich ganz gerne, ne? Die waldrecht-technischen Themen. Und ja, das Thema lautet Fotofalle. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, Fotofalle oder auch Wildkamera. Das ist im Prinzip eine einfache Digitalkamera. Manchmal mit Videofunktion, immer mit Fotofunktion. Damals, ganz früher, gab es mal auch noch nicht-Digitalkameras, aber das ist wirklich lange, lange, lange her. Die sind meistens in Form von so einem Kasten aufgebaut. Ihr könnt euch auch gerne mal ein Bild schnell ergoogeln, während ihr hier mir weiter zuhört. Ich will nur keins einblenden. Man immer auf der sicheren Seite sein muss, wegen Urheberrecht und so weiter. Ne? Daher lieber nicht so. Und oft ist dieser Kasten auch noch in Camouflage angemalt. Also immerhin bei den moderneren ist das fast so. Und die haben jetzt die Aufgabe, der Jäger, üblicherweise sind sie für solche gedacht, hängt das Ding auf neben irgendeiner Stelle, wo er Wild vermutet. So, und jetzt will er mit dem Ding eben überprüfen, kommt da Wild vorbei, wenn ja, wie oft, wann, wie und wie viel und welches und so weiter. Und das funktioniert so, dass das Ding eben einen Bewegungsmelder eingebaut hat und sobald jemand vor eben dieser Kamera vorbeiläuft, meistens hängt es an irgendeinem Baum, macht der Bewegungsmelder aha und dann gibt es ein Foto. Teilweise mit Infrarotblitz, teilweise mit Blitz, teilweise mit einer riesen Scheinwerferanlage, dass da wirklich schön alles ausgeleuchtet wird und so weiter und so weiter. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und bei den ganz modernen Anlagen ist es oft auch schon gleich Videomaterial und gar nicht immer nur in Anführungszeichen ein Foto. So. Für Jäger super interessant, eben um zu wissen, welches Wild springt da rum und ob da welches rumspringt. Für Wissenschaftler fast noch interessanter, weil die eben genau das Gleiche damit untersuchen können. Welches Wild springt denn da rum? Welche Tiere springen da rum? Springen die an dieser Stelle rum? Oft eine der besten Möglichkeiten, um überhaupt einen Nachweis vor irgendwelche großen Tierarten zu erbringen, ob die im entsprechenden Gebiet vorhanden sind. Weil man kann sich natürlich auch persönlich auf die Lauer legen, aber damit schafft man niemals eine Beobachtungsintensität und eine Beobachtungsdichte, wie das eben mit Wildmonitoring per Kamera möglich ist. Zum Beispiel der Nachweis der Wildkatze, dass die hier in der Region jetzt wieder, also nicht jetzt hier im Wald, aber ein Stückchen weiter unten in der Rheinebene, haben wir wieder welche. Diesen Nachweis hat man erbracht, indem man einen Stock, den man mit Baldrian-Duft eingesprüht hat, in den Wald gestellt hat. Man hat die Kanten von dem Stock noch ein bisschen angeraut und im Grunde reicht es jetzt, theoretisch, braucht man keine Kamera, aber hat man auch zusätzlich oft genommen bei diesen Untersuchungen. Aber im Grunde reizt diesen Stock da jetzt hinzustellen, nach einer Woche meinetwegen wiederzukommen und mal zu gucken, ob an diesem Stock plötzlich Katzenhaare hängen. Und wenn da Katzenhaare hängen, dann nimmt man die Katzenhaare mit. Und wenn man die Katzenhaare jetzt im Labor gentechnisch analysiert, dann stellt man fest, es ist entweder irgendeine Hauskatze, die auf Baldrian steht, oder es ist eine Wildkatze, die auf Baldrian steht, weil alle Katzen fahren so richtig krass auf Baldrian ab. Warum? Das ist ein weiterhin ungeklärtes Rätsel der Wissenschaft. Aber die stehen da total drauf, die kommen dann an diesen Pfosten und reiben sich da dran, schleichen da drum rum. Man kennt das ja von Katzen, wenn man Katzen kennt. Genau das passiert dann da und das eben auch bei den Wildkatzen, weil die diesen Geruch einfach unglaublich toll finden. So, und wenn man jetzt noch zusätzlich eben da noch eine Fotofalle installiert, beziehungsweise eine Filmfalle, je nachdem, ob die nun Fotos macht oder halt eben filmt, dann sieht man das Tier entsprechend auch noch gleich. Ne? Und dann kann man eventuell anhand charakteristischer Feldzeichnung, funktioniert auch super bei Luchsen oder Ähnlichem, also dann nicht mit Baldrianfall, aber per Bild halt einfach, kann man auch versuchen zu identifizieren, aha, der ist jetzt da drüben auch aufgetaucht, der Luchs oder der Kuder. Ein männlicher Wildkater heißt Kuder. Ne? Wobei man den männlichen Luchs auch oft als Kuder bezeichnet. Tut nichts zur Sache. Jedenfalls, man hat da wirklich wunderbare Möglichkeiten zum Wildtiermonitoring. Man kann einfach auch generell gucken, welche Tiere sind denn überhaupt da unterwegs. Auch wenn man das an einem Wildwechsel aufstellt. Wer läuft denn auf diesem Wildwechsel lang? Ist es nur das Reh? Ist es auch die Wildsau? Ist es vielleicht auch Rotwild? Sollte das Rotwild überhaupt da sein, wo man sich gerade befindet? Oder gibt es hier noch irgendwelche Tiere, mit denen keiner gerechnet hat? Also wirklich eine aus wissenschaftlicher Sicht wirklich ganz, ganz, ganz tolle Erfindung und macht das Leben des Wildökologen wirklich außerordentlich
einfacher. Funktioniert selbstverständlich auch bei Vögeln, indem man das auf eine Baumhöhle richtet. Ne? Dann kann man jeden Ein- und Ausflug der Eltern eben entsprechend auf diesem Wege dokumentieren. Und mit der heutigen Kameratechnik sind die Aufnahmen wirklich auch brauchbar. Und man kann da ja potenziell riesige Speicherkarten reinpacken und auch Akkus noch und nöcher. Oft arbeiten diese Fotofallen sogar auch noch mit AA-Batterien oder halt anderen Batterien, aber halt wirklich mit Batterien, dass man auch nicht 6 Milliarden Akkus braucht, wenn man da 6 Milliarden Fotofallen hat und so weiter und so weiter. Also man kann die schon mal eine Woche im Einsatz lassen. Und da ist immer noch Strom drauf, wenn man wiederkommt. Ich habe selber mal ein bisschen an einem Fotofallenprojekt mitgewirkt und durfte ein paar Mal die Fallen leeren, also die SD-Karten austauschen und die Batterien, wenn sie nicht mehr ganz, ganz, ganz voll waren, auch nochmal durchtauschen. Und es ist interessant, was da für Bilder zum Vorschein kommen. Eine Geschichte, die ich dazu schon mal erzählt hatte, war nämlich ausschlaggebend unter anderem auch für dieses Video, weil nämlich der Zuschauer, der sich diesbezüglich geäußert hat, gemeint hat, ich hätte da doch mal so eine Geschichte erzählt. Von einer Fotofalle, die eben entsprechend zu nah am Weg montiert gewesen ist und so, dass da immer mal wieder Leute drauf waren, weil Leute, die einfach den Wanderweg entlang gelaufen sind, schon die Falle ausgelöst haben. Und man sah dann jedenfalls jede Menge Leute, die den Wanderweg entlang gelaufen sind und einmal eine Situation, wo tatsächlich eine Waldbesucherin, nicht mehr ganz jung und knackig, dabei zu sehen ist, wie sie gerade ihr Hinterteil entblößt, um eben entsprechend vor der Kamera vermutlich ein Bächlein zu machen, vorsichtig ausgedrückt. So, es gibt auch einen interessanten Fall, wo irgendein Promi oder irgend sowas, ich glaube es war sogar irgendein Politiker, bei einem wilden Stündchen im Walde eben von so einer Kamera dokumentiert wurde. Selbstverständlich darf sowas nicht veröffentlicht werden. Das steht völlig außer Frage, dass sowas nicht veröffentlicht werden darf. Wurde es in diesem Fall dann aber trotzdem. Und das war dann halt eben nicht so schön für den Mann. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein Seitensprung gewesen ist oder was auch immer. Interessiert mich auch ein Scheiß, aber das einfach nur mal als zwei Beispiele, was mit solchen Fotofallen eben teilweise passieren kann. Und dann, wie gesagt, es gibt die auch noch in getarnt und hin und wieder machen die echt Aufnahmen, die sie nicht machen sollen, weil die sind ja wirklich nur fürs Wildtiermonitoring gedacht. So, und was wir uns jetzt eben fragen müssen, wie ist die Rechtslage? Darf sowas aufgestellt werden und wo steht das und wie funktioniert das und so weiter und so fort? So, und da müssen wir jetzt ganz klar ein bisschen recherchieren. Und wenn wir das tun, und das sage ich deswegen für den Fall, dass ihr auch anfangt zu recherchieren, dann finden wir einen Haufen Blog-Einträge, wir finden einen Haufen auch Seiten, die Fotofallen verkaufen und dann nochmal auf die rechtliche Situation hinweisen. Und wir finden zum Beispiel auch einen Wikipedia-Artikel, genau genommen eigentlich zwei, die als kontrovers markiert sind, weil sie teilweise sich überschneiden, weil es gibt einen zu Fotofalle und einen zu Wildkamera, irgendwie so. Und das ist thematisch sehr oft fast schon dasselbe. Ne? Naja, nichtsdestotrotz, auf Wikipedia steht, und das habe ich überprüft und dem würde ich mich anschließen wollen, in diesem Fall zumindest, dass zur rechtlichen Lage zu sagen wäre, dass der wesentliche ausschlaggebende Paragraph, um das zu beurteilen, Bundesdatenschutzgesetz Paragraph 4 ist. Und in dem steht, ich blende ihn euch mal ein, aber sinngemäß steht da ungefähr drin, dass wenn es nicht unbedingt der öffentlichen Sicherheit dient, keine Aufnahmen von Personen im öffentlichen Raum gemacht werden dürfen. Also keine Filmaufnahmen, Bildaufnahmen etc. pp. Mist, das wollte ich ja nicht mehr sagen. Egal, das habe ich gesagt. Jedenfalls keinerlei solche Aufnahmen angefertigt werden dürfen. Es sei denn, es dient eben der öffentlichen Sicherheit. Das wäre dann also an Bahnhöfen, Flughäfen, in Bussen, Bahnen, an super öffentlichen Plätzen, was weiß ich. Oder es dient der Wissenschaft, da wären wir dann beim wissenschaftlichen Wildtiermonitoring mit Fotofallen. Ja, oder es ist halt auf Privatgrund. Das heißt, wenn du in deinem Garten eine Fotofalle so installierst oder in deinem Hof, dass niemand, der rechtmäßig dein Grundstück betritt, aus Versehen abgelichtet wird. Oder das vielleicht schon, aber zumindest hast du da ein Schild aufgehängt, wo du darauf hinweist, dass da eben gerade Aufnahmen stattfinden, weil beispielsweise der Briefträger, je nachdem, wo der Briefkasten hängt, könnte es ja sein, dass der Briefträger automatisch immer in die Fotofalle reinrennt. Das dürfte eigentlich nicht sein. Man darf den nicht jedes Mal, weil er ja kommen muss, weil der Briefkasten ja so
hängt, dass er reinlaufen muss, dann darf das eigentlich auch wieder nicht sein. Ne? Da muss man sich dann wieder streiten. Aber hat man es meinetwegen auf den Garten, der öffentlich nicht zugänglich ist, so installiert, dass es auch nicht auf einen Weg zeigt, auf eine öffentlich zugängliche Fläche, dann wäre das zur Überwachung des eigenen Grundstücks beispielsweise zulässig. Ne? Aber da der Wald öffentlicher Raum ist und der nur mit einem guten Grund und entsprechender Genehmigung beobachtet werden darf und auch dann nur, wenn kenntlich gemacht wird, dass hier Aufnahmen entstehen, dass hier also eine Videoüberwachung oder Fotoüberwachung stattfindet, nur dann darf das passieren. Ne? So, und jetzt sind wir im Wald. Der Wald ist öffentlicher Raum. Geht es hier irgendwie um die Sicherheit von Leuten, dass da jetzt überwacht werden muss? Nö. Ist es zu wissenschaftlichen Zwecken, wenn der Jäger gerne wissen möchte, ob seine Kehrung angenommen wird oder nicht? Nee. Hat er in oft vielen Fällen ein Schild angebracht, wo er darauf hinweist, dass hier tatsächlich eine Kamera installiert ist? Meistens nicht. Also ich habe einen Fall, habe ich mal gesehen, ich glaube, das war auf der Murgleiter, ja, das war auf der Murgleiter, da gab es einen Hochsitz und an diesem Hochsitz hing tatsächlich ein Schild, dass hier jetzt Videoüberwachung stattfindet. Das ist also eigentlich super korrekt. Ich glaube, ich habe mich damals noch drüber lustig gemacht und mich gefragt, was soll das? Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke und mich inzwischen zu dem Thema schlau gemacht habe, ist das eigentlich sehr, sehr, sehr korrekt. Weil das Problem ist jetzt folgendes. Also wenn wir jetzt die Gesetzeslage wirklich krass auslegen wollen, dann müssen wir sagen, nee, darfst du nicht. Ganz einfach. Aber irgendwie möchte ich jetzt auch nicht pauschal, also davon abgesehen, dass ich es gar nicht kann. Ja? Ich kann es weder erlauben, noch kann ich es verbieten, sondern die Rechtslage ist, wie sie ist. Aber ich möchte jetzt auch nicht dazu aufrufen, jetzt jede Menge, dazu möchte ich sowieso nicht aufrufen, weil das ist immer noch Sachbeschädigung, dass man jetzt mit der Axt auf sämtliche Fotofallen einkloppen soll, die man im Wald finden kann. Na, ganz bestimmt nicht. Ich möchte auch nicht zu sonstigen Randalierereien und so weiter und so fort aufrufen. Und ihr sollt auch nicht jeden Jäger versuchen anzuzeigen, der eben entsprechend so eine Fotofalle aufgestellt hat. Die sind schon sehr, sehr, sehr sinnvoll, weil wenn man jetzt nicht überzeugter Jagdgegner ist und dann bitte in einem anderen Video darüber diskutieren, dazu gibt es reichlich auf diesem Kanal, dann sieht man hoffentlich ein, dass irgendwo eine gewisse Bejagung durchaus sinnvoll ist. So. Und sofern man sich darauf einigen kann, dass man das sinnvoll findet, dann sollte man schon irgendwie versuchen, diese Bejagung auch nicht unbedingt mutwillig noch zu sabotieren, indem man jede Fotofalle, die man finden kann, gleich anschwärzt. Die sind nämlich wirklich unglaublich praktisch. Damit kann also der Jäger, ohne anwesend zu sein, wirklich überprüfen, ob seine Kehrung angenommen wird oder nicht. Und er kann auch sehen, was kommt da vorbei, wie viel kommt da vorbei, wo gehe ich denn als nächstes jagen, wo lohnt sich's denn. Die durchschnittlichen Ansitzzeiten, um ein Stück Wild zu erlegen, sind oft sehr, sehr, sehr hoch. Also man hockt viele, viele Stunden vergeblich. Also nicht nur die halbe Zeit des Lebens, sondern drei Viertel Zeit des Lebens oder noch mehr. Hockt der Jäger vergebens und sieht halt vielleicht noch das eine oder andere interessante Stück Tier und hat trotzdem vielleicht eine gute Zeit. Aber wirklich was mit nach Hause bringen tut er halt eben nicht. So, und mit diesen Fotofallen kann man sich halt relativ viel Ansitzzeit zum Beobachten, inwiefern, wie gut der entsprechende Hochsitz, auf dem man gerade sitzt, aufgestellt ist zum Beispiel, kann man ganz viel Zeit sparen. Das ist schon eine super effiziente Maßnahme. Außerdem, solange da nur die Kamera beobachtet und kein Mensch, wird das Wild auch nicht unnötig beunruhigt. Man kann also auch den Effekt, dass das Wild immer scheuer wird, je öfter man es bejagt, beziehungsweise je öfter auch zugegebenermaßen der Tourist am Wild vorbeirennt, abseits der Wege zumindest, erhöht das schon bis zu einem gewissen Faktor, dann auch das Fluchtverhalten, das Verhalten vom Wild. Das ist schon so, dass das einen gewissen Einfluss darauf hat, wie hoch der ist, da kann man sich wieder so trefflich streiten, aber ne? Ja, und all solche Dinge werden halt eben reduziert durch den Einsatz von Fotofallen. Also an sich eine gute Sache, aber ich möchte da trotzdem nicht unbedingt drauf sein, wenn ich einfach mal so durch den Wald laufe. Und das Recht habe ich ja. Das mögen die Jäger eventuell nicht mögen. Da gibt es viele Jäger, die das nicht mögen. Aber ich habe trotzdem das Recht, das zu tun. Nicht nur ich, auch ihr. Akkuwechsel. So, lange Rede zu den Hintergründen, zusammenfassende Antwort. Darf ein Jäger eine Fotofalle aufstellen? Nö. Ja, außer er hat halt irgendeine super tolle Sondergenehmigung. Zu den rechtlichen Hintergründen nochmal. Weil man findet eben, das hatte ich ja schon eingangs irgendwo zwischendrin erwähnt, viele Blogartikel, viele eben entsprechende
Äußerungen von Leuten, die Wildkameras verkaufen und so weiter und so fort, und da viele rechtliche Hinweise. Ein ganz, ganz, ganz großer Teil dieser rechtlichen Hinweise ist inzwischen veraltet. Da sind viele Sachen aus dem Jahr 2017 dabei, da sind Sachen aus dem Jahr 2016, 2015, viel jünger selten. Von 2014 habe ich noch was gefunden. Das ist alles veraltet. Das kann man völlig ignorieren. Auch der Hinweis auf das 2016 gefällte Urteil im Saarland, dass Wildkameras grundsätzlich genehmigungspflichtig sind, weil sie halt eben auch Personen eben entsprechend filmen. Dagegen hatte auch irgendein Jäger geklagt. Und trotzdem hat das Verwaltungsgericht vom Saarland, glaube ich, gesagt, nö, scheißegal, ob die dafür gedacht sind, nur wild zu fotografieren. Es kann jemand reinrennen, dann werden dem seine Persönlichkeitsrechte verletzt. Und, deswegen darfst du die halt eben nun mal nicht aufstellen. Da geht Persönlichkeitsrechte vor besserem Jagderfolg für den Jäger. So war da damals das Urteil, eben 2016 aus dem Saarland. Man darf vermuten, dass ich, falls da noch mal irgendwo anders geklagt worden wäre, was nicht passiert ist bis heute, andere Gerichte auch in diese Richtung wahrscheinlich entschieden hätten, weil Datenschutz wirklich nun mal ein sehr hohes Gut ist und von den meisten Richtern und Gerichten auch oft eben für den Datenschutz entschieden wird, nach dem, was ich bisher so übersichtstechnisch rausgefunden habe zu dem Thema. Also das ist alles veraltet. Auch die Angabe, dass eben die ganz alte Angabe vom DJV, also vom Deutschen Jagdverband, der sich dazu auch mal positioniert hat, was wirklich auch veraltet ist. Dafür kann ja der DJV nichts, dass sich die Gesetze entsprechend geändert haben. Ja? Also ich will jetzt gar kein DJV-Bashing betreiben, aber der sagt, die Rechtslage ist unklar und man soll es halt vorsichtig aufstellen und gucken, dass man es nicht auf den Weg richtet und nur da in der Dickung und im Einstand verwenden, wo wahrscheinlich sowieso nie jemand vorbeikommt. Ne? Daran ist auch grundsätzlich nichts auszusetzen und diese Empfehlung für den vorsichtigen Einsatz von Fotofallen gilt mit Sicherheit weiterhin. Aber zur Rechtslage muss man sagen, die erste Konkretisierung war eben dieses Saarland-Urteil. Die zweite Konkretisierung ist dann jetzt eben mit dem DSGVO-Gesetz erfolgt. Das ist ja dieses lustige das Datenschutzgesetz der EU. Ja? Das war ja relativ groß in den Medien, dass das dann plötzlich gekommen ist, für jede Menge Chaos gesorgt hat, auch noch für jede Menge Chaos sorgen wird. Es Homepage-Betreibern schwierig macht, da irgendwie noch eine legale Homepage zu betreiben, dass man jetzt beim Arzt neuerdings haufenweise Zettel unterschreiben muss, mit denen man mit diversen Urheberrechtsgeschichten einverstanden ist, dass man hier und da und dort Zettel unterschreiben muss, mit welchen Urheberrechtsgeschichten man einverstanden sein muss, dass viele kleine Homepages von kleinen Vereinen zugemacht haben, weil sie nicht die Rechte an all den Bildern haben, die sie da eventuell mal irgendwann draufgeschmissen haben und so weiter und so weiter. So, interessant war, dass ein paar Leute jetzt die Rechtslage so interpretiert haben, dass mit dem DSGVO-Gesetz das deutsche Datenschutzgesetz völlig aufgelöst wird, das stimmt zum gewissen Teil auch, und nur noch das DSGVO-Dingens gilt. Und im DSGVO-Dingens steht tatsächlich jetzt nicht wirklich drin, dass man keine Fotofallen aufstellen darf. Ne? Also das ist da ziemlich grauzonenmäßig. Da hat irgendein interessanter Blogartikel versucht, das eben über die Datenschutzbeauftragten-Geschichte zu lösen. Das ist die einzige Angabe, die da noch gemacht wird im DSGVO-Gedönse. Ist, dass du einen Datenschutzbeauftragten brauchst, wenn du irgendwie ein Unternehmen bist, was auf die meisten Jäger nicht zutrifft. Und wenn sie keinen Datenschutzbeauftragten haben, brauchen, dann können sie auch Fotofallen aufstellen. Aber das Problem ist jetzt folgendes. Es ist zwar so, dass EU-Recht, Bundesrecht, also Deutschlandrecht oder auch von anderen EU-Mitgliedstaaten, übertrumpft. Soll heißen, wenn das Landesrecht sagt, du darfst Fotofalle aufstellen und EU-Recht sagt, du darfst nicht, dann darfst du nicht, weil EU-Recht über Landesrecht. Ne? Das ist so ein bisschen wie Bundeslandrecht. Das ist ja nochmal unter Bundesrepublikrecht. Ja? Berühmtes Beispiel dazu, was auch ich in meinen Rechtsvorlesungen, ich hatte jetzt auch ein paar, ne, gehört habe, ist eben die Sache mit der Todesstrafe in Hessen. Ich glaube, inzwischen haben sie es abgeschafft, ich weiß es nicht, dass es also wirklich nicht mehr drin steht. Oder sie hatten zumindest vor, sie hatten es aber oft vor, das Ding abzuschaffen. Also ich weiß nicht, ob schon passiert ist, keine Ahnung. Jedenfalls, ursprünglich gab es in Hessen noch lange Jahre nach Bestehen der Bundesrepublik, nach dem Erstbestehen, noch die Todesstrafe. Das war aber egal, die konnte nämlich nie umgesetzt werden, weil halt eben im Bundesrepublikrecht drin steht, dass die Todesstrafe nicht stattfindet. Gibt's nicht als mögliche Tatkonsequenz. Und da konnte man halt schön sehen, Bundesrecht über Landesrecht. Und jetzt, wo wir halt die EU noch haben, gilt halt eben jetzt EU-Recht über Bundesrecht
über Landesrecht. So. Und das ist aber eben kein Argument, weshalb man jetzt denken muss, dass alle Regelungen, die bisher zu Datenschutz auf Bundesebene getroffen wurden, jetzt damit automatisch nichtig sind, sondern es gibt jetzt ein neues Bundesdatenschutzgesetz. Das neue Bundesdatenschutzgesetz ist viel weniger weitreichend, als es das alte Bundesdatenschutzgesetz gewesen ist, weil ja vieles, was Datenschutz betrifft, jetzt von der DSGVO-Verordnung der EU geregelt wird. Aber die regelt nicht alles. Die hat nämlich noch so ein paar Bereiche drin, wo sie quasi den einzelnen Mitgliedstaaten eigene Regelungen zugesteht. Wo es dann nochmal ein bisschen auskonkretisiert werden kann. Nicht muss, kann. Manche Sachen muss auch. Aber Beispiel, eben in Deutschland ist eben dieser Paragraph 4, auf dem ich bereits herumgeritten bin, der ist nämlich eben entstanden nach der DSGVO-Geschichte, nachdem die in Kraft getreten ist. Also mit dem Inkrafttreten von der DSGVO-Sache ist auch das neue Bundesdatenschutzgesetz in Kraft getreten. Und das ist deswegen immer noch gültig, weil es nur Dinge regelt, die in der DSGVO-Verordnung gar nicht drinstehen. So, also das noch zum Hintergrund. Also nur weil es die DSGVO-Geschichte gibt, heißt das nicht, dass das jetzt aktuelle Bundesdatenschutzgesetz nicht mehr gilt. So. Und ich finde, der Fall ist relativ eindeutig, dass Paragraph 4 ja rein juristisch gesehen von der Bundesdatenschutzverordnung eben nicht, Bundesdatenschutzgesetz, Entschuldigung, das soll mal einer durchblicken bei dem ganzen Scheiß, eben nicht angezweifelt werden kann, sondern doch so eindeutig ist, dass Wildkameras quasi außer zu wissenschaftlichen Zwecken damit raus sind. Außer auf privatem Grund im Walde. Wenn man also das Recht hat, im Wald einen Bereich einzuzäunen, was im Waldrecht auch immer sehr schwierig ist, aber wenn man das Recht hat, einen einzuzäunen und da ein Betretungsverbot für diesen Bereich auszusprechen, dann kann man da auch eine Wildkamera aufstellen. So. Oder in Naturschutzgebieten, falls man da jagen darf, wo es ohnehin überhaupt kein Betretungsrecht gibt. Weil wenn es kein Betretungsrecht gibt, dann ist es auch kein öffentlicher Raum und dann wiederum darfst du auch wieder eine Kamera aufstellen. Weil du das ja nun nicht im öffentlichen Raum nicht darfst. Aber im stinknormalen Wirtschaftswald, nee, da darfst du es nicht. Also wer mir da gerne widersprechen möchte, vielleicht von Jägerseite, der gerne selber solche Kameras aufstellt, bitte gerne. Und ich lasse mich gern belehren, wenn das irgendwie von euch anders gesehen wird. Aber ich bin mir da doch ziemlich sicher, dass das tatsächlich so ist, wie von mir dargestellt. Auch wenn ich nach wie vor darauf plädieren möchte, dass jetzt bitte nicht jeder marodierend durch die Wälder zieht und Wildbeobachtungskameras vom Baum kloppt. Weil es dient einer guten Sache, wenn man weiß, dass sie da sind. Dann läuft man halt in Zukunft drumherum. Ne? So werde ich es auch tun, weil eine hängt halt wirklich genau auf einem meiner Hauptwege, wo ich ganz oft langlaufe, um hier eben entsprechend hinzukommen. Bedanke mich fürs Zuhören. Es war mir ein inneres Blümchen pflücken. Den Spruch finde ich toll, den muss ich häufiger bringen. Ich habe den irgendwo mal mit aufgeschnappt. Macht's gut.